Und Tactical Math Bitches. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Oldschool Monday. Wir spielen eine Runde Minecraft Survival Games auf der Karte Survival Games 6 auf dem gomade.net Server. Wir stürmen direkt in die Mitte. Ich fange jedes Wort gleich an. Jedes Video gleich an. Das freut mich. Ich habe jetzt so, ich glaube, 2 Wochen kein Minecraft mehr gespielt. Ist jetzt die allererste Runde PvP. Nee, generell eigentlich, die ich jetzt Minecraft spiele. Ich war ein bisschen auf CSGO. Das hat mir wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und Call of Duty. Aber jetzt bin ich zurückgekehrt zum Oldschool Monday. Und es kam ja letzte Woche sehr viel. Nämlich das Lego Star Wars Let's Play. Hat nicht allen gefallen, war nicht sonderlich beliebt. Deshalb habe ich das auch an der Stelle hier abgebrochen. Muss ich mal so schmerzlos sagen. Oder schmerzhaft. Ich bin der Ausdrückungsskiller. So, wrecked. So, und falls jemand das trotzdem noch verfolgen möchte, kann er das gerne auf der Streambar tun. Denn die wird auch heute, am 21. um 17 Uhr ihren Start beginnen mit dem lieben Projektleiter, beziehungsweise einen der Projektleiter, aber der Erfinder, würde ich mal sagen, der Streambar, wird da direkt mal anfangen mit einem Stream und morgen werdet ihr dann auch zu einer gewissen Uhrzeit meinen Stream verfolgen können. Beziehungsweise nicht live, aber wie ich mitschaue gemeinsam die nächsten Folgen. Beziehungsweise erstmal die ersten Folgen Lego Star Wars Spiele. Und die nächsten werden dann exklusiv dort veröffentlicht. So, aber kommen wir mal zum Thema. Denn hier, genau. Ich war noch nie in dem Haus, kann das sein? Eigentlich voll random gerade rumgelaufen hier. Richtig planlos und Route. Hab noch keinen Spieler gesehen. Kann man schön entspannt quatschen, da sehe ich einen Arme. Aber ist okay. Ist okay. So, nämlich wollte ich euch etwas erzählen von einem, ja, recht... Oh, ich habe ja eine Waffe, stimmt. Oh, das habe ich ganz vergessen. Von einem Traum, den ich gehabt habe. Vorab sollte man nochmal sagen, dass das ist ein recht kranker Traum. Und uns ist auch am Tag danach eingefallen, warum ich diesen Traum gehabt haben könnte. Und der wird mich jetzt hier easy wrecken, der Dude. Komm! Stirb. Hä? Hat MLG gemacht. Der Junge hat MLG gemacht. Ha. Wrecked. Oh, shit. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, doch nicht. Ich bin ein Genius, Leute. So, es ist ein recht kranker Traum gewesen. Nämlich habe ich von einer TV-Sendung geträumt. Denkt man sich vielleicht, ja gut. Fernsehen ist jetzt nicht so krank. Jedenfalls, wenn man den richtigen Sender einschaltet. Aber es war eine sehr, sehr, sehr kranke, ein sehr, sehr kranker Traum. Und in dem handelte es sich um eine Show, in der es darum geht, denke ich mal, Schmerzen auszuhalten. Und das Ganze war mit zwei bekannten YouTubern, nämlich mit Dena und mit Revinzeit. Vorab muss ich nur mal sagen, dass ich Dena eigentlich gar nicht schaue. Also, ich habe damals mal GTA Online bei ihm eine Zeit lang geschaut, aber aktiv habe ich ihn eigentlich nie geschaut. Revinzeit, gut, schaue ich mal so beim Ultratalent rein und so. War ich auch schon selbst dabei. Aber sonst schaue ich mir das eigentlich, so typisch Schule, diese so Story-Formate und Ultratalent, sowas schaue ich mir von ihm an. Aber jetzt aktive Folgen Clash und so tue ich jetzt nicht. So, und die zwei waren in der Show, da war erstmal ein Stern, also war der Moderator oder sonst wer, und er hatte einen Stern. Und diesen Stern hat erstmal Revi auf den Schoß geknallt, ja? Und das fand er nicht schön und hat gebrüllt, wie man Revi kennt, ne? Und darauf hat er ihn wieder abgezogen. Und das hat ihm die ganze Haut weggefetzt vom Bein. Verständlicherweise unangenehm. Und das hat der Moderator oder wer auch immer das war, öfters gemacht, ne? Und ihr merkt schon, es ist ein kranker Traum. Aber das ist noch nicht mal das Krankeste drin. So, da war Dena dran. Bei Dena muss ich jetzt nur noch drüber lachen, ne? Kann ich nur noch drüber lachen. Der hat den Seestern, also Seestern, den Stern auf den Schoß bekommen. Aufs Bein bekommen. Der wurde abgerissen. Der Typ hat
Ich möchte das jetzt nicht gern nachmachen, aber ich tue es mal einblenden. Eine bekannte Aussage von Alotrix. hat er geschrien und ist dann weggelaufen. Ja, gut. Don't run away. Ups, den Namen hatte ich gar nicht gekannt. Ja gut, ich renne aber weg. Da hinten ist noch einer, der wird ihn verfolgen. Da lasse ich mich jetzt nicht abstauben. Wenn ich den kriegen sollte, was halt auch unwahrscheinlicher ist. Aber hey, ich runne away, ne? Und kann dadurch mehr erklären. Das war jetzt das übel spannende Gameplay, ich weiß, aber ist okay. Ne? So, dann ist der weggelaufen. Dann kam es dazu, dass die Gliedmaßen abgetrennt wurden. Das ganze Blut ist gespritzt und alles, ne? Alles voll und eigentlich komplett widerlich. Richtig, richtig krank, kann ich sagen. So, da kann ich mich nur noch dran erinnern, wie Revi vor einem Podest steht, sich bedankt, keine Arme mehr hat, keine Beine mehr hat, aus allen Körperöffnungen blutet und sich bedankt. Ja gut, recht kranker Traum, kann man sagen, recht kranker Traum. Und ja, am nächsten Tag habe ich das meinen Freunden im Zug erzählt. Und da haben wir eine Theorie aufgestellt. Nämlich, hatte ich am... Ups, alle, kleiner Ruckler. Was ab? Hatte ich am Abend davor einen Kratzer am Ohr gehabt, ne? Und dann war ich duschen. Und dieser Kratzer wurde dann... auf. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann floss das da raus. So. Dann war mein ganzes Ohr blutig. Also es hat schon stark geblutet. Dann war da alles blutig beim Ohr. Und, Tactical Math, Bitches. Tactical Math, man. Das war nicht schlecht, der Move. Der Move war nicht schlecht, Jungs. Der Move war nicht schlecht. Ich glaube, der Typ regt sich gerade auf. Erst rennt er mir über die halbe Map die ganze Zeit nach und dann stirbt dann Fallschaden. Ach, herrlich. Sehr schön. War aber auch ein Idiot, dass er mir die ganze Zeit nachläuft. Das hat er verdient, der Sack. Ja. Das hat er verdient. Das war mein erster Kill. Nach was einer Zeit? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich am Abend davor halt geblutet. Sehr stark am Ohr. Hat jetzt auch gar nicht wehgetan. Ich habe es halt nur im Spiegel gesehen. Ich glaube einfach durch diese vor dem Schlafen gehen mein blutendes Ohr, meine blutende... Das lief ja noch bis zur Schulter und so. Ne? Das Ganze gesehen zu haben, ich glaube, das war dafür verantwortlich, dass ich diesen kranken Traum hatte. Auf jeden Fall sehr witzig. Vielleicht hatte ich ja noch ein Video geschaut von Revi am Abend davor. Vor dem Schlafen gehen kann er auch sein. Das mache ich nämlich auch gerne. Aber ups. Ah, ich habe ja einen Kompass. Ist ja praktisch. Ah, das ist ja klasse. Aber ich sehe niemanden. Das ist schade. Mach mich traurig. Bisschen traurig. Ja. Gut, dann müssen wir da hoch schwimmen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich noch so ein Gefühl habe gerade in Minecraft. Normalerweise, vor allem weil ich sehr faul bin, was Mausempfindlichkeit synchronisieren angeht. Und ich die ganze Zeit Counter-Strike gespielt habe. Und oh, in 60 Sekunden geht's los. Wir haben zwei Pfeile. Das ist klasse. Das macht Spaß. Das Ganze wird natürlich auch auf der Streambar ausgestrahlt. Und da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Ich habe es ja schon erwähnt, dass heute die Eröffnung ist. Hoppala. Ups. Ups. Ich bin ein Genius, Leute. Ich bin ein Genius. Zu dem Lego Star Wars Thema möchte ich nur mal sagen, dass ich die Zeit über krank war. Deshalb kann man auch kein Oldschool Monday. Sonst hätte ich auch ein Oldschool Monday gemacht und Unknown oder sonst welche Formate zwischendurch. Aber ich war halt krank und dann kam das sehr gelegen, dass wir da sehr viel vorproduziert haben. Hey, Dude. Kommst du spät, wrecked. So, okay, wir sind in der großen Arena. Das gefällt mir. Große Arenen finde ich sehr gut. Whoops. Aber wir sollten defensiv spielen, denn unser Loot ist nicht der beste. Wir haben die Lederhosen an. Kommen nicht aus Bayern, aber die Lederhosen sind da. Und das ist, was zählt, Leute. Das ist, was zählt. Die Lederhose. So. Vielleicht könnte man hier ein bisschen tricksen. Tactical Math war ja schon gelungen heute. Oder man holt sich hier ein... Nee, doch nicht. Hex, es geht los. Direkt los. Alles klar. So, muss man ja so richtig arschsäckig hier erstmal von hinten kommen, ne? Oder den hier erstmal abstauben. Oder auch, man lässt es einfach sein, das geht auch. Oder man, ja genau, das war nicht dumm. So, jetzt haben wir dem sein Loot.
Der andere Gegner hat ein Lia-Schwert. Angel vielleicht? Ja, Angel ist da. Okay. So. Mal schauen, kann ich noch angeln? Scheiße, falscher Hotkey. Da sind wir die Letzten? Ne, sind wir nicht. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Ja, aber wo ist der Hitman? Hm. Oh, da war er. Ich bin an ihm vorbeigelaufen, alles klar. Skills, you know. Okay, der ist jetzt auch. Das ist doch ein lächerliches Deathmatch. Das ist ein lächerliches Deathmatch. Whoops. Ach komm. Du hast den besseren Loot und spammst Feuer. Ist ein bisschen frech, ne? Bisschen frech, der Hase. Hase, jetzt fange ich damit auch schon mal an. Ich riech widerlich. So, komm. Ayako, Ayako. Komm, das Aim sollte ich ja haben. Aus einer. Nee, eigentlich habe ich nur 2 Tage Counter-Strike gespielt. Aus Gründen! Weil iOrbit scheiße ist. Das ist eine doofe Programmgruppe. Aber komm, hier, Rekt, Nap, Alte P. Ey, ich reck den gerade richtig hart. Ey, sein kleines Arsch. Nein, doch nicht. Okay. Er boostet mich ein bisschen. Finde ich ja nett von ihm. Aber ich finde es weniger nett, dass er mich töten möchte. Denn das ist unnett. You know. Haben wir vielleicht ein Feuerzeug? Das wäre noch nicht schlecht, oder? Ein Feuerzeug ist sowas Feines. Solange meine Gegner damit anzünden und nicht sich selbst. Aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. So, Feuerzeug? Nö. Alles klar. Das ist ein spannendes Deathmatch, glaube ich. Wenn wir den noch racken, dann bin ich stolz. Dann freue ich mich. Dann bin ich glücklich. Wir haben zwar nur einen Kill in dieser Runde, aber... Wir holen den. Easy Wrecked. Den hatten wir vom Deathmatch noch gesehen, ne? Kann sein. Kann auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Oh, gib mir deine Pfeile. Und dann geh weg. Oh. Ups. Das Spiel ist scheiße.